Ich habe kein aktuelles Thema mitgebracht, weil ich auch der Meinung bin, dass die wirklich wichtigen Änderungen oft gar nicht die sind, die sich von heute auf morgen ergeben oder aktuell. Sondern es sind ganz langfristige Entwicklungen, über die wir aber im Prinzip viel zu wenig reden. Und ich möchte heute über eine Änderung reden, und zwar, dass die Armut auf der ganzen Welt in den letzten Jahrzehnten so stark zurückgegangen ist wie noch nie in der Menschheitsgeschichte. Also noch vor 40 Jahren, da haben 43% der Menschen auf der Welt in extremer Armut gelebt. Heute sind es weniger als 10%. Und ich gehe noch mal ein bisschen weiter zurück. Bevor der Kapitalismus entstand, also sagen wir so 1820, da haben noch 90% der Menschen in extremer Armut gelebt. 90% auf der Welt. Heute sind es weniger als 10%. Und das ist, finde ich, eine ganz bemerkenswerte Entwicklung, über die man zu wenig spricht. Und ja, ich bin ein großer Anhänger vom Kapitalismus. Hier mein neues Buch, darf ich auch hochhalten. Ja? Oh. Die Irrtümer der Antikapitalisten. Ja? Und die 10 Irrtümer der Antikapitalisten. Und ja, das ist ein großes Irrtum, großer Irrtum gerade, dass man sagt, also der Kapitalismus ist für Hunger und Armut auf der Welt verantwortlich. Nein, ich sage genau das Gegenteil. Der Kapitalismus ist dafür verantwortlich, dass die Armut so stark zurückgegangen ist wie noch nie in der Geschichte. Und das wissen die meisten Menschen nicht. Und darüber wird nicht geredet. Und deswegen sage ich es heute mal. Ja, erstens stimme ich Ihnen zu. Also das stimmt ganz sicher. Ich glaube Ihnen auch alle Zahlen. Bloß muss ich einschränkend sagen, die Menschen leben nicht in Statistiken und in Zahlen, sondern die empfinden Armut. Also wenn, das gibt es heute zweifellos selbst in Deutschland, dass Menschen mit jedem Euro rechnen müssen, merkt man ja gerade jetzt, wo die Energiepreise steigen und die Preise generell steigen, da kriegt man mal gelegentlich, sieht man mal oder liest man mal, was Leute für ein Geld zur Verfügung haben, verfügbares Einkommen für Lebensmittel und andere Dinge, und das ist schon ziemlich schockierend, ehrlich gesagt. Da gibt es sehr viele, denen es schlecht geht. Im Prinzip haben Sie aber recht. Ich möchte kein anderes Wirtschaftssystem haben. Ich fühle mich in der sozialen Marktwirtschaft wohl. Und da muss man an einigen Dingen noch arbeiten. Aber wir sollten ein bisschen nicht so sehr auf die Zahlen schauen, sondern auf die Menschen, die in ihnen leben. Ich würde mal fragen, an welchen Parametern machen Sie es fest? Also es ist ja immer dieses Ringen darum, was ist eigentlich Fortschritt? Nicht? Und, ja, und häufig hört sich bei uns die Diskussion so an, als hätten wir gar keinen Fortschritt. Und dann kann man natürlich also von Lebenserwartung über Zahngesundheit bis zu was auch immer, Verfeinerung der Lebensweise, Verbesserung der öffentlichen Räume, also sehr viel aufzählen, was selbstverständlich unendlich viel besser geworden ist. Aber was sind für diesen Armutsbegriff die Parameter? Also, ja, also Zugang zu Wasser, Zugang zu Bildung, Hunger? Ja, gut, das ist eine Definition von der Weltbank, die nach bestimmten Kriterien messen. Aber ich will es mal, das ist nicht so abstrakt, das will ich mal am konkreten Beispiel erklären. Also China, ich war ja oft in China, und was viele Menschen nicht wissen, noch Ende der 50er Jahre sind 45 Millionen Menschen Hunger, ne? Beim größten sozialistischen Experiment der Menschheitsgeschichte umgekommen. Das war Maos sogenannter großer Sprung nach vorne. Also ich halte hier Vorträge überall auf der Welt über diese Themen, und ich frage oft so die Leute, wer hat in der Schule was gehört von Maos großem Sprung nach vorne, wo 45 Millionen Menschen umgekommen sind? Haben Sie was gehört in der Schule? Ich versaue Ihnen jetzt die These, weil leider haben wir es durchgenommen, ja. Nee, ist ja wunderbar. Finde ich ja toll, dass bei Ihnen, aber es ist halt ganz oft nicht der Fall. Und jetzt nur noch mal eine Zahl. Noch 1981 haben 88% der Chinesen in extremer Armut gelebt. Heute ist weniger als 1%. Warum? Weil Deng Xiaoping dann irgendwann nach Maos Tod Privateigentum eingeführt hat, Marktwirtschaft eingeführt hat. Ja? Und da will ja niemand mehr zurück zur Mao-Zeit, nur weil die Menschen da gleicher waren. Und kann man das totalitäre System China überhaupt zum Beispiel mit Deutschland vergleichen? Und die zweite Frage, die hat aber jetzt schon Frau Gaschke auch gesagt gehabt, ein bisschen Demokratie wäre ja wahrscheinlich schon auch ganz gut. Also natürlich, ich bin jetzt kein Fürsprecher von China. Das ist ein totalitäres System. Ich rede jetzt nur rein von der Wirtschaftsform. Also wir müssen ja ein bisschen zwischen der Politik und der Wirtschaft unterscheiden. Und bei der Wirtschaft muss man sagen, da ist einfach die Einführung von Marktwirtschaft und Privateigentum hat den Chinesen sehr gut getan. Übrigens uns Deutschen auch, weil wenn wir China nicht also als Handelspartner hätten, ja, dann weiß ich nicht, wie es in Deutschland heute aussieht. China ist vermutlich das Land, in dem der Kapitalismus am ungebremstesten wirkt. Ich war ja da und habe mit einem Vertreter von einem Think Tank gesprochen, ja, in China. Und der hat mir gesagt, also wir sind hier die letzten Verteidiger des Kapitalismus. Ja. Bei uns glaubt kein Mensch mehr an Karl Marx. Allerdings muss man sagen, leider ändert sich das im Moment ein bisschen wieder. Also es gibt so einen Index der ökonomischen Freiheit. Und da hat China im letzten Jahr ganz stark abgenommen. Und ich bin auch befreundet mit einem Ökonom, also von der Peking-Universität. Und der sagt mir, leider geht es im Moment wieder ein bisschen in entgegengesetzte Richtung. Das wäre ganz schlimm, weil der ganze Fortschritt, den China gemacht hat, der sagt mir immer, das war nicht wegen dem Staat, sondern trotz dem Staat. Und das verstehen aber hier viele nicht. Ja, wenn Sie, das ist ja das ist der Kern Ihrer Botschaft. Ja, wenn man das am Hunger misst und am extremen Elend,
wo Menschen umkommen durch Krankheiten und Hunger, dann, das ist ganz sicher besser geworden. Und das mache ich jetzt immer nur als Nebenbemerkung. Wir nehmen ja jetzt auch zur Kenntnis, ich wusste das schon lange, aber das große Publikum nimmt zur Kenntnis, dass auch in der Ukraine durch Stalin Millionen von Menschen verhungert worden lassen sind. Das habe ich ein bisschen schräg ausgedrückt. Stalin hat auch Millionen von Menschen umgebracht durch Hunger. Und das war gezielte Politik, um die Ukrainer, die für bürgerlich gehalten wurden, Bauern, Kulaken, die Land besaßen, die mussten umgebracht werden. Also 80, wir denken ja bei Hunger heute an Afrika logischerweise immer, wo der Hunger auch groß ist. Aber im 20. Jahrhundert, 80% der Menschen, die bei Hungersnöten umgekommen sind, waren in China und in Russland gewesen damals. Auch was, was viele Menschen nicht wissen. Aber Herr Dr. Zitelmann, Sie haben es eben selbst kurz nämlich selbst angesprochen. Das ist ein großes Problem, dass in unseren Schulen, wo ja viele so auch so sehr relativ linke Lehrer dann gerne mal Sozialkunde unterrichten, dass dort den Schülern, den jungen Menschen eigentlich überhaupt nicht mehr vermittelt wird, teilweise ganz im Gegenteil, was die Grundlagen unseres Wohlstands hier sind und wie Wertschöpfung stattfindet und so etwas. Ja. Und dann kommen dann irgendwie so kleine Linke dann irgendwie mal raus. Nun gut, manche Schüler haben auch einen gewissen irgendwie Widerspruchsgeist vielleicht, aber das halte ich für ein großes Problem. Es bräuchte eigentlich wie so was wie ein Fach Wirtschaft in der Schule oder so. Es muss den Leuten vermittelt werden, worauf eigentlich, wo das alles herkommt, was nur ohne Freiheit und Demokratie funktioniert es ja nach unserem Verständnis nicht wirklich. Deswegen ist China eben immer ein hochproblematisches Beispiel. Und ich würde Ihnen, was die Wirtschaftskenntnisse angeht, total recht geben. Aber auf der anderen Seite, es weiß auch kein Mensch, wie unser politisches System funktioniert. Die allermeisten Leute wissen nicht den Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimme. Und ehrlich gesagt, seit dem neuesten Verfassungsgerichtsurteil verstehe ich also auch nicht mehr ganz, wie die Mandate für den Bundestag noch ausgeglichen werden. Nur, dass der immer größer wird dadurch. Aber insofern, also auch die Kenntnisse der neueren deutschen Geschichte. Ich meine, also wir sind noch so bis zum Dritten Reich gekommen und dann vielleicht noch also so Gründung der Bundesrepublik so eben gerade noch und dann war es das und dann DDR war Abitur von vielen viele genau DDR kommt gar nicht aber vor. Ist das vielleicht auch lehrerabhängig zum Beispiel also wenn ich das jetzt hier so höre muss ich gleich glaube ich danach erstmal eine Karte an meinen ehemaligen Geschichtslehrer schreiben ich hatte das alles im Geschichtsunterricht also, Wetter, wo war das denn? In Düsseldorf aber was ich sagen will ist also ich glaube dass es auch an engagierten Lehrern gibt zum Beispiel ich habe überhaupt keine Ahnung von Chemie und Physik und denke mir immer, hätte ich mal spannendere Lehrer gehabt, wüsste ich vielleicht wenigstens die Grundkenntnisse. Das ist immer das Problem. Und ich glaube, muss man dann nicht eher sagen, vielleicht müssen Lehrer besser ausgebildet werden, auch vielleicht mehr Geld verdienen, weil ich glaube, es hängt doch immer mit Lehrern zusammen. Aber es fehlen auch wirklich die Stunden. Es fehlen auch die Stunden, also es gibt gar keine Wirtschaft, es gibt manchmal nur noch eine Stunde Geschichte. Wie würden Sie das lösen? Also ich habe da eine ganz andere Meinung dazu. Wirtschaft in der Schule finde ich klasse, aber wenn der Lehrer das unterrichtet, da halte ich nicht so viel davon, weil der Lehrer, der hat doch nie Berührung gehabt in seinem Leben mit der Wirtschaft. Ja. Der ist in die Schule gegangen, dann ist er in die Uni gegangen, dann ist er wieder zurück in die Schule gegangen. Von der Wirtschaft hat er nie was mitgekriegt. Also ich wäre für was anderes, dass man sagt, wir laden jede Woche mal einen Unternehmer ein in die Schule, der erzählt, wie er die Firma gegründet hat, wie er die Firma aufgebaut hat, ja, und erzählt was über Unternehmertum und begeistert dann vielleicht junge Menschen für Unternehmertum. Das kann ein Unternehmer besser als ein Lehrer. Ich möchte mal zurück zu Ihrer Anfangsthese. Die ist nämlich in der Tat schon spannend, ja, auch wenn man da natürlich drüber lange diskutieren kann. Sie sagen ja, die Armut ist zurückgedrängt worden. Und zwar auf dem Globus generell, auch in der dritten Welt, der sogenannten, auch in Afrika, überall. Wir haben aber trotzdem, ich will ich aber nicht relativieren, wir haben große Fluchtbewegungen und so weiter. Aber ich will das anders sagen. Wir lernen doch, wir lesen überall, die Armen werden immer ärmer und die Reichen werden immer reicher. Das ist doch eine zu einer gebetsmühlenhaften Formulierung geworden in Deutschland. Wobei man dann schon mal untersuchen muss, wie wird denn Armut überhaupt definiert, was ist die Grundlage einer solchen Statistik. Aber Sie tun es ja in Ihrem Buch, die Leute müssen, um sich mit dem Thema zu beschäftigen, mit dieser Generalformel, die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer, müssen die andere Daten haben, die dem widersprechen, damit man überhaupt diskussionsfähig wird. Deshalb ist Ihre These wichtig. Das finde ich toll. Oder, Nena? Wenn du sagst, Uli, der eine Teil vom Satz, der stimmt auch irgendwo, klar, die Reichen werden immer reicher, gerade auch in letzter Zeit, aber das ist ja nichts Verkehrtes, das ist ja nichts Schlechtes, das sind für mich zwei Seiten einer Medaille, also weil ich vorhin über China geredet habe, ich habe gesagt, wie ist die Zahl der Armen zurückgegangen, ja? Aber gleichzeitig ist die Zahl der Milliardäre so stark gestiegen, wie in keinem anderen Land, also heute gibt es so viele Milliardäre in China wie in den USA und übrigens in Peking mehr als New York, was viele Leute gar nicht wissen, ja? Das
heißt also, das sind zwei Seiten einer Medaille. Und das ist ja dieser Nullsummenglaube, den immer die Leute haben, die denken ja, der Arme ist nur arm, weil der Reiche ihm was weggenommen hat. Dann wären ja diese ganzen Entwicklungen gar nicht verständlich. Also heute gibt es 5-mal mehr Milliardäre auf der Welt als noch vor 20 Jahren. Aber die Armut ist gleichzeitig gesunken.